Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Funčoza heißt der in Russland sehr beliebte Glasnudelsalat, den mit viel Fleisch, Gemüse, Glasnudeln und frischen Kräutern zubereiteten Salat gibt es bei uns regelmäßig, entweder als Hauptgericht oder als Beilage. Viel Spaß beim Nachmachen und bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir brauchen dafür Rindfleisch. Ich habe hier Minutensteaks genommen. Ich habe aber auch schon Funčoza mit Hähnchenfleisch gegessen. Es war auch sehr, sehr lecker. Da brauchen wir Glasnudeln. Und zwar die dünnsten, die man findet. Schaut mal, die sind ganz dünne Fasern oder wie sagt man da, Fäden. Dann brauchen wir eine Zwiebel, eine große oder zwei kleine, drei Karotten, vier Paprikas. Man kann auch nicht spitz wie bei mir, sondern die runden Paprikas nehmen. Wir brauchen Salz, Pfeffer. Wir brauchen Grün und zwar habe ich jetzt Petersilie, aber ich hole später auch noch Dill raus aus der Tiefkühltruhe. Zwei Knoblauchzehen und einen großen Rettich. Schaut mal. Als erstes ist das Fleisch dran. Ich habe das jetzt unter fließendem Wasser abgespült. Und werde es in ganz kleine Würfel schneiden. Schaut mal, es muss richtig klein sein. So klein brauchen wir es. In einem Wok oder in einer sehr großen Pfanne oder in einem Topf erhitze ich erstmal etwas Öl. Und erst wenn das richtig heiß ist, mache ich das kleingeschnittene Fleisch dazu. Nicht gleich umrühren, wir müssen dem Ganzen Zeit lassen. Circa 3 Minuten hat es jetzt gebraten. Jetzt kann man das auch leichter vom Boden lösen. Schön umrühren. Das Ganze hat jetzt circa 4, 5 Minuten gebraten. Jetzt gebe ich noch die Zwiebel dazu, die in kleine Stücke geschnitten ist. Und auch noch 1, 2 Minuten mitbraten. Jetzt übergieße ich das Ganze mit Wasser. Und lasse es circa eine halbe Stunde kochen. Es kann auch nach 20 Minuten soweit sein, dass das Fleisch weich geworden ist. Ich gehe auch von der Hitze runter, soll nicht so arg, gerade mal so blubbern. In der halben Stunde bereite ich das ganze Gemüse vor. Ich habe hier Karotten gerade geschält. Jetzt schneide ich sie in kleine Stücke. So, schaut mal. So, ungefähr. Die Paprika habe ich gewaschen, die Kerne weggemacht und jetzt wird das auch in kleine Würfel geschnitten. Der Rettich wird geschält. Den Rettich reibe ich auf einer Karottenreibe und zwar macht sie solche Sticks. Schaut mal. Das ist gut. Wenn man das nicht hat, dann kann man einfach eine grobe Reibe nehmen, die gröbste, die man findet, und so wird das Ganze gerieben. In einem großen Topf erhitze ich erst das Wasser. Das Wasser wird nicht gesalzen und nun kommen die Glasnudeln rein. Manchmal sind um die Glasnudeln Fäden, die sieht man kaum, muss man entfernen. Und jetzt muss es 1 bis 2 Minuten kochen, nicht länger. Wenn man sie zu lange drin lässt, werden die so matschig und so weich, das schmeckt dann gar nicht. Also ich hole nach 1 Minute schon mal die erste Nudel raus und probiere sie. 1 Minute ist rum, jetzt schaue ich mal, ich schmecke das. Ja, sehr gut. Sofort ausschalten. Und jetzt gieße ich das Wasser ab. Und nun wird gesalzen. So ein Teelöffel reicht. Und ich schneide da, die Fäden sind sehr lang, schneide ich das so ein paar Mal rein. So viel sollte man nicht schneiden, sonst wird es auch so anders.
umrühren und das kann jetzt warten. Das Fleisch hat jetzt halbe Stunde vor sich hingekocht, ist schön weich geworden. Jetzt gebe ich die klein geschnittenen Karotten dazu und die Paprika. Gleich darauf den Rettich, das ist ziemlich viel, ne? So muss es sein, der ganze Rettich wurde gerieben. Der Rettich löst sich auch auf, den merkt man gar nicht dann. Jetzt gebe ich da ein kleines bisschen Wasser dazu, vielleicht 200, 150 Milliliter und lasse es jetzt zugedeckt 15 Minuten köcheln. Bevor es kocht, mache ich noch Salz rein, ein Esslöffel. Gut umrühren. 15 Minuten sind rum, jetzt gebe ich die Glasnudeln dazu. Schaut mal, da ist kaum Flüssigkeit, ganz wenig. Die Glasnudeln. Na? Und schön umrühren. So zwei Minütchen miteinander noch köcheln. Da ist jetzt kaum Wasser noch da, einfach so, dass das Ganze sich miteinander verbindet. Jetzt gebe ich da den Knoblauch rein. Wer es nicht mag, dass der Knoblauch frisch ist, macht es einfach ein bisschen früher. Ich mag ihn so. Ungekocht praktisch. Aber sehr wichtiger Bestandteil. Jetzt gebe ich Pfeffer dazu. Man kann auch ein bisschen Chili dazu machen. Bei uns essen halt Kinder mit, da gebe ich das nicht dazu. Und die ganzen Kräuter. Ich habe hier frische Petersilie und tiefgefrorenen Dill und wie heißt das? Schnittlauch. Das Ganze kommt rein. Also ich mache immer ordentliche Portionen davon rein. Ich finde es sehr, sehr lecker, wenn das so frisch ist. Frische Kräuter. Ja, so ist es gut. Jetzt ist es fertig. Das Herd wird ausgemacht. Und gleich werden wir ihn genießen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht es unbedingt nach. Das ist so unglaublich lecker. Und die Portion, das ist jetzt für uns als vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern, das reicht uns für 2 Tage. So. Bis zum nächsten Video.